was der Bote hier so kann. Das Problem mit diesem Boten wird sein, es kommt darauf an, ob dieses Gebiet gefarmt ist oder nicht, wo wir den gleich reinschicken. Wenn wir den da reinschicken und alles ist voll, dann wird er 30.000 Mobs pullen und dann sind wir dead. Und wir müssen den bis da vorne hinbringen. Wohnst du wirklich auf einem Bauernhof oder einer Farm? Ja. Ich wohne auf einem Bauernhof in Berlin, im 5. Stock. Okay, da kommt ein Beschützer. Der könnte mal mit uns mitkommen hier, der Level 30er Mob. Ne, ich wohne nicht auf dem Bauernhof. Wie kommst du drauf? Wie kommst du drauf, dass ich auf dem Bauernhof wohne? Die Milben zählen nicht. Meine Milbenfarm. Ihr Berliner seid so verrückt, ja. Aber eigentlich könntest du locker... Also auf einer Dachterrasse könntest du bestimmt Schafe oder so halten. Oder Hühner. Gibt es doch 100 pro. 100 pro hat irgendjemand Hühner auf dem Dach. Safe. Ich meine, Bienen auf dem Dach zu halten ist ja nicht so untypisch. Gibt ja einigen Honig, der in Berlin hergestellt wird, der von Dächern einfach kommt, weil sie auf den Dächern Bienen züchten. Aber gibt es Hühner und so auf Dächern? Bestimmt. Weil so Dachgärten sind ja nicht untypisch. Stell mal vor, du wohnst in Berlin-Mitte und du wachst jeden Morgen auf, weil ein Stockwerk über dir auf dem Dach ein Hahn kräht. Du willst auspennen und du kannst dich auspennen, weil dieser Hahn einfach kräht. Und du hast einen richtig alten Altbau, was noch richtig durchschallt. Wäre auch Horror. Und fragen die Leute, wie, du bist von einem Hahn aufgewacht, wohnst du auf dem Bauernhof und sagst du, nee, Berlin-Mitte. Okay, irgendwie ist noch nichts passiert mit dem Verräter. Ich wünschte, ich könnte den im Heiltrank geben, der wird ja sofort umgehauen. 300 HP hat der. Es gibt Balkonkraftwerke, das stimmt. Warum sollte es keine Balkonrinderfarm geben? Also ein Rind würde auf meinen Balkon passen. Und ich glaube, wenn ich auf meinen Balkon einen Rind packe, dann hat das Rind wahrscheinlich genauso viel Platz wie in diesen großen Rinderfarmen, die es sonst gibt. Im Endeffekt kannst du in Berlin auf jeden Balkon einen Rind packen. Und hast du Berliner Rinderfarm. Okay, hier ist alles ab. Das wird nicht einfach. Hier ist wirklich alles ab. Kann er mir nicht einfach sagen, wo der ist und dann bleibt er hier stehen? Weil wenn er stirbt, dann ist er tot. Bitte nicht pullen. Okay, den hat er nicht gepullt. Den wird er pullen, oder? Wo hat er denn doch gepullt? Guck mal, wie viel Schaden der kriegt. Der war direkt Half-Life mit einem Firebolt. Oh, ich habe die Quest noch. Nice. Also wenn wir zwei... Okay, hier hat gerade jemand ein paar Mobs getötet. Wunderbar. Gucken wir, ob er den hier auch pullt. Bitte nicht, bitte nicht. Wunderbar. Hat ihn doch gepullt, okay. Anscheinend macht er doch diese Mobs. Also wenn er vorbeiläuft, der pullt die 100 pro. Ich hätte keine Rage ausgeben sollen. Ich muss meine Rage irgendwie stacken, falls 3-4 Mobs kommen. Ich bin so gespannt, was der jetzt macht hier drin. Aber es scheint so, als ob einige Mobs weg sind gerade. Vielleicht haben wir Glück sogar. Ich glaube, wir haben Glück. Hier ist ein toter Gnom. Hier ist Barbu. Der hat sich für uns geopfert, glaube ich. Hier sind ganz viele Leichen von NPCs und ein toter Gnom. Barbu, du bist eine Legende. Du hast uns die Quest gerettet. Dieser Barbu hat uns wirklich gerettet. Nice. Na gut, das war ja dann doch entspannter, als ich gedacht habe. Wunderbar. Wieso ist der nicht oben ohne? Ach, der ist gar nicht oben ohne. Sah nur so aus. So, hier ist es. Vielen, vielen Dank. Und Babu, du wirst uns in Erinnerung bleiben. Vielen, vielen Dank. Kleiner Gnome-Mage. Da liegt er.